Hallo, meine Lieben. Heute wollen wir über die Feste der Christen sprechen und auch darüber, warum nicht alle Christen am selben Tag ihre Feste feiern. Die Christen feiern viele Feste ihres Glaubens, dass Jesus geboren ist, dass Jesus auferstanden ist, dass Jesus den Heiligen Geist gesandt hat. Sie feiern auch Feste des Danks sowie den Erntedank und manche Glaubensgruppen feiern auch die Feste der Heiligen, Glaubensfeste also. Diese Feste haben oft ein bestimmtes Datum. Dann gibt es auch Feste des Lebens. Wir nennen sie auch Sakramente. Da gibt es kein bestimmtes Datum. Siehst schon, das ist zum Beispiel die Taufe oder die Erstkommunion, die Firmung oder die Hochzeit. Das sind die Lebensfeste, wo Gott ganz nahe bei dir ist in deinem Leben. Ich habe jetzt natürlich nicht alle Feste aufgezählt. Es gibt noch sehr viel mehr Feste. Zum Glück, wir feiern viele Feste. Aber die Christen ist nicht nur eine Gruppe, sondern das sind drei große Gruppen und viele, viele kleinere Gruppen. Die größte Gruppe sind die katholischen Christen. Dann gibt es noch die orthodoxen Christen. Bei den orthodoxen Christen gibt es 14 Teilkirchen. Vielleicht hast du schon gehört, dass einer zu dir gesagt hat: Ich bin serbisch-orthodox. Dann ist er aus dieser Gruppe, die sprechen in ihrem Gottesdienst Serbisch. Dann gibt es auch Russisch-Orthodoxe, die sprechen in ihrem Gottesdienst Russisch. Oder Griechisch-Orthodoxe, die sprechen in ihrem Gottesdienst Griechisch. Die haben also denselben Glauben, sind aber 14 verschiedene Teilkirchen. Eine große christliche Gruppe sind auch die evangelischen Christen. Und dann gibt es noch ganz viele kleinere Gruppen, die auch zu den Christen gehören. Jetzt also zu unserer Frage: Warum feiern manche orthodoxe Christen Glaubensfeste später? Die feiern nicht mit den anderen, die feiern einfach ein paar Tage später. Warum ist das so? Das hängt mit dem Kalender zusammen. Im Jahr 45, das ist also schon ganz lange her, hat Julius Caesar gesagt: Wir machen jetzt einen neuen Kalender. Es soll ein Kalender sein, der sich nach der Sonne richtet, ein Sonnenkalender. Ein Tag dauert so lang, wie die Erde sich um sich selbst dreht. Und ein Jahr soll so lang dauern, wie die Erde braucht, bis sie einmal um die Sonne gewandert ist. Das ist ein Sonnenkalender. Jetzt gibt es zwei besondere Tage in einem Jahr. Den 21. März und den 23. September. Die sind deshalb so besonders, weil da in den 24 Stunden genau 12 Stunden Tag ist und 12 Stunden Nacht. Das heißt, der Tag und die Nacht sind gleich lang. Da kann man sich natürlich gut danach richten, wenn man einen Kalender machen will. Denn nach einem Jahr muss man dann wieder an diesem Tag angelangt sein. Also haben sich die Gelehrten zusammengesetzt und haben versucht, daraus einen Kalender zu machen. Aus den Monaten, aus den Wochen, Tagen und Stunden. Und weil sich das nicht ganz ausgegangen ist, haben sie gesagt: Okay, wir müssen irgendwas machen, wir müssen irgendwas dazwischen schalten, damit sich das ausgeht. Und sie haben Schaltjahre gemacht. Alle 4 Jahre gibt es einen Tag mehr, haben sie gesagt, den 29. Februar. Gut, dieser Kalender war dann der julianische Kalender.
Julius Caesar hatte ein großes Reich. Der Kalender hat sich schnell verbreitet und bald haben sich alle Menschen an diesen Kalender gehalten. Nach 1500 Jahren, also lange nachher, haben die plötzlich festgestellt, der Tag und die Nacht sind am 10. März schon gleich lang. Das stimmt ja aber nicht. Es sollte ja eigentlich erst am 21. März gleich lang sein. Also irgendwie ist es zu früh um 11 Tage. Das heißt, die Natur und der Kalender, die stimmen nicht mehr überein. Dann haben sie das neu ausgerechnet und haben gesagt, ja, das ganze Jahr ist um 11 Minuten zu lang. Der Papst Gregor hat dann gesagt, das geht nicht. Wir müssen das neu ausrechnen. Der Tag und die Nacht müssen gleich lang sein am 21. März und am 23. September. Irgendwas müssen wir ändern. Also haben sich wieder die Weisen zusammengesetzt, haben gewusst, was sie brauchen. 12 Monate, 4 Jahreszeiten, 53 Wochen, 365 Tage, 8760 Stunden, aber das Ganze ist um 11 Minuten zu lang. Also, was kann man da machen? Das Einzige, was man ändern kann, sind die Schaltjahre. Also haben sie 2 neue Regeln bei den Schaltjahren gemacht. Regel Nummer 1. Diese Jahre sind Schaltjahre, wo man die Jahreszahl durch 4 teilen kann, aber nicht durch 100. Die 2. Regel ist eine Ausnahme. Wenn man nämlich die Jahreszahl durch 400 teilen kann, dann ist sie trotzdem auch ein Schaltjahr. Das war also dann der gregorianische Kalender. Gut, also von jetzt an würde es dann stimmen mit den Tagen und dem ganzen Jahr. Aber was haben Sie denn mit den 11 Tagen gemacht, denen da gefehlt haben? Die Natur hat ja nicht mehr mit dem Kalender übereingestimmt. Das mussten Sie ja irgendwie korrigieren. Da haben Sie Folgendes gemacht. Am Donnerstag, dem 4. November 1582, sind Sie schlafen gegangen. Und als Sie am nächsten Morgen aufgestanden sind, war nicht Freitag, der 5. November, sondern Freitag, der 15. November 1582. Sie haben also diese 11 Tage einfach ausgelassen, damit es wieder stimmt. Den gregorianischen Kalender, den haben wir bis heute. Also unser Kalender ist der gregorianische Kalender mit den Schaltjahren, so wie da die neue Regel ist. Alle Christen feiern also ihren Glauben im Kirchenjahr. Das Kirchenjahr beginnt natürlich mit Weihnachten, mit der Geburt von Jesus, mit der Auferstehung, mit dem Kommen des Heiligen Geistes und alle Feste, die dazwischen sind und die ein Datum haben. Aber manche Christen feiern ein paar Tage später, und zwar deshalb, weil manche orthodoxe Gruppen feiern noch nach dem julianischen Kalender, also nach dem alten Kalender. Sie wollten die Feiertage nicht umstellen auf den neuen Kalender. Inzwischen sind es nicht 11 Tage Unterschied, sondern schon 13 Tage. Darum feiern sie ihre Feste 13 Tage später. Du siehst also, das ist gar kein wunderbares Geheimnis. Die feiern dieselben Feste, haben denselben Glauben, feiern nur ihre Feste nach einem anderen Kalender. Super, jetzt kennst du dich aus.